Also, wir hier sind alle gleich. Aber das stimmt doch gar nicht. Nein, halt gleich viel wert. Gleich viel Unser. wert, wir alle gleich aussehen, das stimmt Das nicht. stimmt nicht, ne? Nee, wir sind Aber alle Menschen, aber jeder ja, jeder Mensch ist unterrichtet. anders und hat Ja. anderes Charakterium. Ja, der Leon hat es Und gesagt. Gleiches jeder Recht, hat die sein gleichen Recht. Rechte. Gell? Die Gleichheit vor dem Gesetz wird das genannt. Ja? Gleichheit vor dem Gesetz, also es kommt nicht darauf an, ob man Frau oder Mann ist, groß, klein, dick, dünn, schwarz, braun. Nö. Ja? Darauf kommt es nicht an. Und Aber ich habe gerade auch gesagt, wir sind natürlich nicht alle gleich. Und das macht die Sache so ein bisschen schwierig, denn Gleichheit vor dem Gesetz, gut, wenn man dann, was. wenn man mal Verbrecher oder Ja, wenn man es verbrochen hat, dann. dann ist es natürlich, dann ist es die Ein bisschen eigene, normaler. dann ist es natürlich alles strenger vorm Gesetz. Aber Ja. das ist, dann ist man selber schuld. Ja. Aber manchmal Weil dann hast du kann. mehr Glück, wenn du jemand irgendwo umbringst, statt irgendwo anders. Zum Beispiel hier in Europa, Ja. Südamerika. da bringt man dich nicht um, wenn du jemand umbringst, statt in den USA, da. Todesstrafe. Ja. Ja. Ist das gerecht, die Todesstrafe? Nein. 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 Nicht. Und nur Warum nicht? deshalb sind Warum manchmal eigentlich? ein paar Länder gerechter als andere. Ja, Weil das. manchmal man darf niemanden töten eigentlich. Aber Sogar Töten wenn das. bestraft auch nicht richtig. Sogar. Man nimmt einem Menschen Ja. das Leben, das ist mehr Und verletzen als bestrafen. manchmal weiß Stimmt, man, ja. ist es ja gar nicht wahr. Manchmal weiß man ja auch gar nicht, dass er der richtige Ja. Täter war. Es ist Oft manchmal nicht, so, ja. Und oft manchmal. so, dass Oft nicht, ja. Leute Unschuldig. bestraft werden, die gar nichts gemacht haben, die vielleicht Ja. reingekommen sind und der Mann oder die Ja. Frau war schon tot. Richtig. Also, ihr wisst ganz genau, worum es geht. Die Todesstrafe ist nicht gerecht. Es ist ungerecht. Ihr könnt das vielleicht nicht wissen, aber wir haben in der deutschen Verfassung haben wir ein Artikel, das ist der erste Artikel. Da geht es um die Würde des Menschen. Da heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also auch der Verbrecher hat eine Würde. Ja? Ja, aber ja, das stimmt. Jeder, eigentlich ist jeder gleich viel wert, nur manchmal ist es halt strenger, als wenn du noch nie in deinem Leben irgendwas verbrochen hast. Dann wird das Gesetz ni nicht so streng sein, wie wenn du schon mal eine Bank ausgeraubt Das stimmt, hast. ja. Aber man muss auch zugeben, dass jetzt manchmal. Wenn du jetzt jemanden umbringst, bist du nicht schuld, sondern weil du ein bisschen verrückt immer eine Krankheit hast, dass du ein bisschen Nicht verrückt bist immer, und nicht eben immer. nicht. Es gibt Leute, die Ja. töten, auch wenn sie nicht Ja, ich geisteskrank nehme doch sind. gerade ein Beispiel, Cedric. Ja. So, wenn du jetzt mal eine Krankheit hast, dass du ein bisschen verrückt bist Ja. und dich nicht kontrollieren kannst, Ja. dann bist du nicht immer schuld. Nicht, Dann nicht, jedenfalls nicht im nichts. vollen Sinne. Ja, Ja? nicht im vollen Sinne. Also man hat ja da, aber das interessiert uns hier nicht so sehr, so Unterscheidungen vom Totschlag bis zum Mord und dann gibt es ganz schlimme Morde. Ja? Aber die wollen wir jetzt nicht hier diskutieren. Also die Todesstrafe, das finde ich ganz toll, dass ihr da auf Anhieb der Meinung seid, das ist nicht gerecht. Denn die Strafe hat natürlich der Mörder verdient, das ist ganz Ja, klar. Aber man soll lieber das ganze Jahr im Gefängnis, das ganze ganze Leben im Leben. Gefängnis machen als Todesstrafe. Ja. Weil Und Todesstrafe ist wirklich schlimm für alle, obwohl das, wenn einer ins Gefängnis geht, dann ist es ja, das ist, dann bist du gleich behandelt wie dann ist, normal. Nur du nur, kannst nur nicht raus. du kannst nicht raus und da kann deine Familie dich besuchen. Ja. Aber wenn du Aber es ist halt. auch nicht so schlimm. Halt, Gefängnis ist schlimmer als Todesstrafe. Bei Todesstrafe ist es schon schlimm, getötet zu werden. Aber es ist auch irgendwie eine Erlösung. Dann ist man abgelöst, dann erinnert man sich an nichts mehr, dann weiß man nichts mehr. Aber Aber bist du jetzt trotzdem für die Todesstrafe? nein, Nein. nein, ich bin gegen die Todesstrafe. Aber wenn man jemanden tötet, am Platz ihn im Gefängnis zu lassen, das ist für diese Person. Kann die das einfach nicht mehr spüren, wenn sie tot ist. Aber Gefängnis, da kann sie auch richtig drüber nachdenken, ob das jetzt wirklich schlecht war, was sie getan hat Ja. oder nicht. Und dann kann sie es auch beurteilen Und und.
Dann kann sie es richtig besser machen. Bereuen, genau. Aber raus kann ich dann immer noch nicht. Aber bereuen, ja? Und sich ändern. Ja, aber sagen wir mal, eigentlich, dass ein Gefängnis ist gar nicht schlimm, da kriegst du da. Du bist immer gleich behandelt wie normal. Das heißt, du bist. Da kannst du leben. Ja, du lebst da, nur du kannst zwar nicht raus, du siehst, deine Familie kommt immer dich besuchen, wenn du willst, aber das Einzige ist, du kannst nicht raus, sonst ist alles gut. Man hat halt nicht alle Privilegien. Genau, also jetzt haben wir doch schon eine ganze Menge gemacht, oder? Ja. Ihr habt mir schon richtig gut geholfen. Also wir wissen jetzt mehr über, was gut bedeutet. Wir wissen, was das schlechte Gewissen im Unterschied zum guten Gewissen ist, um was für Schmerzen es dabei geht, ja? Wie man überhaupt verletzbar ist, durch Freunde vor allem. Und wir sind sogar ganz weit in die Gerechtigkeit hineingegangen. Und am Ende haben wir gesehen, dass sogar die Todesstrafe ungerecht ist. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich. Ebenfalls. Fand ich ganz toll mit euch. Ja? Gern geschehen. Wir treffen uns wieder, ja? Ja. Ja. Gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss Martin, tschüss Leon. Tschüss Herr Fossenkohl. Tschüss Cecilia. Tschüss Herr Professor. So, bis bald, ne? Ja, ebenfalls. Bis bald. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.